Wettershow. Die neue Woche bringt doch eine leichte Hitzewelle im Osten. Im Westen hingegen ist das Wetter doch recht mild. Willkommen zu unserer Wettershow. Wir schauen uns die Großwetterlage hier bei uns in Europa an. Es kann doch ein paar Regenschauer geben jetzt in Frankreich. Das ist gut, weil in Frankreich ja nach wie vor Waldbrände wüten. Allerdings bleibt es auch warm. 28 Grad in Paris. Madrid wird 30 Grad messen. Wie schaut das Ganze in Österreich aus? Es wird heiß in Wien. 31 Grad. Das wird der Spitzenwert. Hier werden im Osten des Landes etwas milder und angenehmer, zum Beispiel Zwettl mit 26 Grad. Gemäßigtes Sommerwetter dann im Westen des Landes zu finden. Hier wird der 30er dann nicht geknackt werden. Die kommenden 24 Stunden im Westen, es ist schnell erzählt, viele Wolken am Vormittag, die sich immer weiter, je weiter der Tag voranschreitet, auflösen und die Sonne zeigt sich dann. Im Osten haben wir in den Vormittags- und Morgenstunden noch ein paar kurze Gewitter an. Ansonsten ein Mix aus Sonne und Wolken. Es wird warm, 29 Grad maximal. Die 7-Tage-Prognose für den Westen. Es sind immer wieder einige Gewitter mit dabei. Die Temperaturen gehen dann markant zurück. Am Freitag hier sind es gar nur mehr 19 Grad. Im Osten Hitze pur bis zum Donnerstag 33 Grad. Dann zieht am Freitag eine kurze Störung durch die Temperaturen. Dann nur mehr gemäßigt. Soweit unser aktueller Wetterüberblick. Wir wünschen einen angenehmen Tag.